Tag. Wir sind heute hier zu Gast im Arbeitsraum von Dieter Klein, Fotograf aus Troisdorf, der auch bei den Kunsttagen seine Arbeiten ausgestellt hätte. Ja, Herr Klein, welche Arbeiten hätten wir dieses Jahr bei den diesjährigen Kunsttagen von Ihnen zu sehen bekommen? Es wäre die Fortführung meines Autoprojekts. Hier im Hintergrund sind es noch echte Autos. Jetzt habe ich vor gut anderthalb Jahren eine alte Schachtel im Keller entdeckt mit Spielzeugautos. Herr Klein, wie und warum haben Sie die Liebe zu diesen Automobilen entdeckt? Nun, das ist schon inzwischen eine 10-jährige Geschichte. Es fing an, dass ich auf einer Radtour in Frankreich einen uralten Citroën in einem Holunderbusch gesehen habe. Und dieses Bild, das empfand ich wie ein Märchen und nicht als Müll oder verrottet. Darauf habe ich recherchiert und inzwischen nach 10 Jahren das Fotoprojekt Forest Punk, Forest heißt ja der Wald, entwickelt. Jetzt ist ein neues Buch herausgekommen, die Lost Wheels. Und abgeleitet von den echten Autos, für die ich durch die Welt gefahren bin, habe ich begonnen, Spielzeugautos zu inszenieren und sie als Stillleben zu fotografieren. Und diese Ergebnisse, die wollte ich gerne auf den Kunsttagen präsentieren. Herr Klein, warum haben Sie sich, nachdem Sie ja bereits bei den Kunsttagen Rheinhafen der Vergangenheit ausgestellt haben, noch einmal für diese Veranstaltungsreihe beworben? Ja, ich bin gebürtiger Brauweiler, sodass mir die Kunsttage schon seit langem bekannt sind, auch wenn ich nicht mehr in Brauweiler lebe. Dann habe ich bereits zweimal ausstellen können mit meinem Autoprojekt und ich war ein wenig überrascht, dass da wirklich 10.000, 12.000 Besucher kommen. Das ist natürlich eine hervorragende Grundlage für eine Ausstellung. Herr Klein, Sie haben so viele wunderbare Fotografieprojekte schon durchgeführt. Woran arbeiten Sie aktuell? Also es ist nach wie vor mit Autos. Ich habe jetzt in diesem Jahr, jetzt darf ich mal die Werbung machen, das Buch Lost Wheels veröffentlicht im Timoes Verlag. Es ist eine Zusammenstellung von etwa 10 Jahren Projekt über Autos, die nicht mehr fahren. Die Fortsetzung sind jetzt die kleinen Autos, die ich präsentieren wollte. Es ist noch nicht abgeschlossen und eine Idee ist, verborgene private Werkstätten aufzusuchen. Ich habe schon welche in Frankreich und auch in Großbritannien benannt bekommen und habe auch die Information, dass es einiges in Deutschland gibt. Herr Klein, das war wahnsinnig interessant, wie immer. Ich liebe ja Ihre Autos, das wissen Sie. Danke. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die nächsten Projekte. Ich freue mich, Sie vielleicht doch noch wieder im Brauweiler in Ihrem Heimatort, Ihrem Heimatort noch wieder zu sehen. Danke dafür, dass wir hier sein durften und wünsche Ihnen weiterhin für alles viel Erfolg. Tschüss.